Mario, du hast gerade Wahnsinn gesagt. Worauf bezogen? Auf den Cousin, oder wie heißt der, Cousins? Mhm. Ich finde, der hat alles richtig gemacht. Max ist nicht böse gemeint. Der ist von einem Europa-League-Spieler in die dritte Liga gewechselt. Toller Fußballer, aber an seiner Stelle würde ich mal über einen Berater nachdenken. Weil, ich meine, nochmal, Riesentalent, Riesenfußball, aber wie kann man so doof sein und kann von einem Verein weggehen, wo er alles hat, wo er so ein Stück weit auch groß geworden ist, von der Europa League wegzugehen und spielt jetzt mit Bayern München 2 in der dritten Liga. Weil der wird auch diese Saison wird er nicht viele Einsätze haben beim FC Bayern in der ersten Mannschaft. Da muss ich mich manchmal wirklich fragen, was so junge Spieler, was die im Schädel haben. Wahrscheinlich gar nichts. Ich frage den Max mal. War das nicht mehr zu handeln, Max, nachher? Ich möchte jetzt gar nicht mehr zu viel über Mika reden. Fußballerisch haben wir eine extrem hohe Meinung über ihn. Er ist wirklich ein extrem großes Talent. Sagen ja alle eigentlich. Genau. Und wir hätten gerne den Weg mit ihm weiter bestritten, weil wir auch glauben, dass es zu Marco gepasst hätte. Und irgendwann haben wir halt in der Sommerperiode festgestellt, dass es vielleicht doch etwas schwieriger werden kann. Und dann haben wir für uns halt eine in Anführungsstrichen strategische Entscheidung gefällt, haben gesagt, okay, dann verkaufen wir ihn. Dann muss es eben für uns vielleicht weniger Geld geben als das, was er vielleicht wert ist oder was die Zukunft vielleicht noch bringen kann, wenn er mal durch die Decke gehen sollte. Aber wir haben heute einen Kader, wo wir uns eben komplett identifizieren können und wo wir eben man hat schon genug Probleme von außen, die Presse kommt, Druck kommt, Ergebnisdruck kommt, aber dann willst du keinen Druck eigentlich in der Kabine haben wegen zu großer Unzufriedenheit von Spielern. Und deswegen haben wir strategische Entscheidungen gefällt und haben dafür dann das Geld genommen, um eben unter anderem die 4 genannten Spieler zu holen. Wie würdest du den Rose-Fußball, also Marco-Rose-Fußball definieren? Ja, Marco-Rose-Fußball hat ja der Carsten gerade angesprochen. Also für mich ist Marco natürlich einer, das haben wir ja im Sommer gesagt, als wir die Entscheidung auch ein Stück weit erklärt haben, warum wir den Trainerwechsel von Dieter auf Marco gemacht haben. Dass wir eben ein Stück weit was on top haben wollten zu dem, was Lüsschen bei uns aufgebaut hat, was André Schubert und Dieter fortgesetzt hat. Wir hatten sehr viel Ballbesitzfußball, sehr strategischen Fußball. Dieter hat letzte Saison schon versucht, es aktiver zu machen. Und das war eben die Intention mit Marco, eben noch mehr Intensität, noch mehr Aktivität zu bekommen, auch ein Stück weit Risiko zu gehen. Wenn wir so spielen, wie wir spielen, nämlich mit dieser hohen Verteidigung, dann hat man eben auch mal die Situation, dass man eben in Unterzahl hinten steht. Unsere Manndecker spielen dauernd 1 gegen 1 gegen Stürmer wie Osako, Rashica oder jetzt eben auch Ucha. Und sehr riskant auch, ist das, oder? Riskant, natürlich, aber das ist ein Stück weit die Idee, die wir halt haben. Wir wollen versuchen, eben mit diesem Weg erfolgreich zu sein. Es gibt nicht diesen einen Königsweg. Und Marco setzt eben seine Idee on top zu dem, was wir die letzten Jahre sehr erfolgreich gespielt haben. Ich finde, das ist das Kompliment, das man euch machen muss, dass man diesen Weg jetzt schon erkennt. Obwohl es einen neuen Trainer gab, obwohl es einige neue Leute gab. Das ist zum Beispiel was beim BVB weiter ein großes Problem ist. Was spielt der BVB eigentlich für Fußball? Was will Favre da genau? Jetzt hat das mal wieder mit dem spielerischen Ansatz versucht. Das ist mit Weigel der Hut nach hinten losgegangen. Wer weiß, wie es jetzt gegen Barcelona aussieht. Man weiß bei Borussia Mönchengladbach, obwohl es ein neuer Trainer ist und obwohl der Stil verändert wurde, was diese Mannschaft ausmacht. Das macht es für die Spieler einfacher. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Und die Leute passen natürlich auch genau dazu. Also ich würde noch einen Markus Thuram vorne mit dazu nehmen. Ich weiß nicht, wie dieser Transfer genau zustande gekommen ist, aber man hat ja das Gefühl, das ist einer, der passt ja exakt zu dem, was Marco Rose da spielen will. Ja, ich sag mal, wir als Verein, glaube ich, haben eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir Transfers machen wollen. Und als klar war, dass Thorgan vielleicht zum BVB wechseln würde, das hat sich ja dann angebahnt, wir sind ja auch nicht doof, dann überlegen wir, was kann Ersatz sein. Und Markus hat in Frankreich in der ersten Liga mit Guingamp linke Seite gespielt, aber ein Spieler, der in der Jugendnationalmannschaft schon im Zentrum gespielt hat, also wir dachten, diese Person kann uns helfen. Ich muss fairerweise sagen, auch im Gespräch mit Dieter war er schon unser Name auf der Liste und der passt natürlich trotzdem perfekt zu dem, was wir eben auch mit Marco im Kopf hatten. Und dann kommt Brehe mit dazu, kommt Alessandro dazu, den wir letzte Saison schon geholt haben. Also wir haben schon eine Idee als Verein, haben wir aus unserer Meinung den wirklich perfekt passenden Trainer gefunden mit dem Stück weit der neuen Ansprache. Und das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich eine große Qualität von Marco Rose, in diesen Verein zu kommen, mit diesem Kader zu arbeiten. Natürlich hat er eine Idee, wie er Fußball spielen möchte, aber er passt sich trotzdem den Spielern an. Also er presst jetzt seine Raute, die er gerne spielt, nicht gnadenlos durch, sondern überlegt auch, okay, kann dieses 4-3-3, 4-2-3-1 trotzdem ein Mittel sein, wie ich meine Idee implementiere in diesen Verein. Und das ist eine große Qualität, die Marco gezeigt hat. Sind ja auch viele Sachen. Mal kurz. Max, wie langfristig, du hast ja gesagt, du planst immer längerfristig. Wie langfristig ist das Projekt Rose, wenn es nach dir geht?
Ja, natürlich sehr, sehr lange. Das ist der Wunsch, den wir alle haben. Marco hat jetzt erstmal einen Dreijahresvertrag. Darüber sind wir sehr, sehr froh. Wir sind auch froh, dass er vom Markt ist und der BVB nicht angraben kann. Darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Und, aber natürlich planen wir auch ein Stück weit längerfristig. Wir haben eine relativ lange Verweildauer bei uns im Verein. Bei uns sind 2,5 Jahre, was den Cheftrainer betrifft. Wir wollen an Wegen festhalten, wenn es dann eben mal sein müsste, wie in der Vergangenheit, dann muss man eben auch reagieren. Aber das ist für mich jetzt erstmal diese Mittellangfristigkeit, die wir heute im Fußball reden können. 2, 3 Jahre. Also bei 4, 5 Jahre kann ich schon gar nicht mehr reden.